Und wir. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Dragon Age. Ja, wir waren gerade im Gespräch. Ich wollte gerade eigentlich sagen, wegen unserer Tonqualität hatten wir uns unterhalten, von wegen, dass das jetzt mittlerweile besser geworden ist. Und wir haben ja nicht mal irgendwie unsere Geräte gewechselt, sondern wir haben einfach nur ein Eine neues neue Soft. Aufnahmeprogramm. Ja, neue Software. Im Grunde genommen einmal eben fürs Bild, dieses OBS und dann nochmal den Voice Meter. Und ja, Voice Meter, das ist halt echt sehr praktisch, wenn man eben weiß, wie es funktioniert, aber das braucht eben alles ein bisschen seine Es ist Zeit. erstaunlich, wie viel das ausmacht. Ja. Also wirklich nur wegen dem Aufnahmeprogramm. Es war also nicht so, dass unsere Mikros schlecht waren. Nö, unsere Mikros sind eigentlich gut. Also, Warum ja. sagt ihr immer wieder, dass ich dumm sei? Das stimmt doch gar nicht, Doch. oder? Na, wenn ihr das schon jemand fragen müsst. Das verletzt nämlich meine männlichen Gefühle, wisst ihr? Also das eine, das ich habe. Ich Dann wollte. werde ich mich schriftlich bei euch entschuldigen, sobald das alles hier vorüber ist. Ich wurde von der Kirche erzogen und habe Geschichte studiert. Es gibt keine dummen Templer. Aha. Dann muss ich mich geirrt haben. Ich bin tief beeindruckt. Nur weil. Seid ihr nicht? Ihr hört mir nicht mal zu. Ihr seid ja doch klüger, als ihr aussieht. Eure Kirche ist sicher sehr stolz auf euch. Ohne Mist, als ob Schule was mit Intelligenz zu tun hätte. Ich mag Alistair, er ist süß. Ja, das stimmt. Wie so ein kleiner Welpe. Er wird ja auch immer von Morrigan oder von allen anderen von Gwyn, also die dann später noch dazu kommen, wird er ja immer von mit einem Hund verglichen. Tja, er riecht wahrscheinlich auch wie einer. Ja, das sagt sie nämlich dann später auch irgendwann mal. Möchtet ihr sonst noch etwas? Ich habe den Schlüssel zu eurem Käfig. Ich hätte nicht erwartet, dass die Priesterin sich davon trennen würde. Ist das wichtig? Ihr könnt frei sein. Sie hat eingewilligt, euch freizulassen und unter meiner Aufsicht zu stellen. So soll es sein. Lasst mich frei. Und ich werde euch in den Kampf gegen die dunkle Brut folgen. Na gut, dann machen wir das mal, ne? Es ist also geschehen. Ich werde euch in die Schlacht folgen. Auf diese Weise werde ich Buße tun. Also gut, warum nicht? Und wenn ich euch nicht zu eurer Buße führe, und wenn ihr mir auf die Nerven geht und ich mich entscheide, euch zu erschlagen, danke, Stan. Ich freue mich, euch bei uns zu haben. Ich will eure Hilfe nicht. Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Also gut, warum nicht? Können wir gehen? Ich möchte diesen Ort verlassen. Ja, natürlich. Ach ja, wir müssen ja jetzt welche auswählen. Ja, aber hab ich Rüstung? Wir können ja. Nee. Nee, wenn ich keine Rüstung habe, dann ist es scheiße. Wir lassen das erstmal so. Habe ich Rüstung? Okay, gut, ich habe sie extra aufgehoben. Meine Güte, wie vorausschauend ich bin. Das hätte ich dir auch gleich sagen können, dass du das wahrscheinlich hast. Ja, habe ich aber nicht immer getan. Dann kam ich nämlich in Schwulitäten, als ich die so. Ist egal. Auf jeden Fall, nochmal zu den letzten Folgen von Thief, wo wir diesen Doppelton hatten. Ich hoffe, es ist jetzt nicht mehr so. Wir werden das dann überprüfen. Genau, das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Bei Dragon Age ist es ja nicht so schlimm. Ja. So viele Hündchen. Ja, und leider muss ich sie alle erschlagen. Ah, bedauerlich. Ah! Nein, 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 Die ließen sich alle auf dich stürzen. Nicht nett, nicht Tot. cool, nicht cool. Kennst Tokyo Ghoul nicht mal? Das, ja, kann ja sein. Da kriegt meine Cousine auch immer noch einen Manga von mir. Ach. Aber von Tokyo Ghoul reden, nicht von Tokyo Ghoul, also. Ach, naja. Nein, 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 nicht gut, nicht gut. Oh, das ist böse. Das ist nicht gut. Ah, okay, Alistair ist tot.
Hoffen wir, dass das jetzt hier irgendwie noch was wird. Wie war das beim letzten Mal? Ich wollte Morrigan und der Hund retten den Tag. Ja, ich wollte leichter stellen. Hallo? Wie ihr wünscht. Ja, würdest du bitte? Sehr freundlich. Ja, gut. So soll es sein. Haben die jetzt wieder einen gespaltenen Schädel? Wahrscheinlich. Ach. Alice hat einen Stufenaufstieg, hat nichts gemacht. Nein, das stimmt ja nicht. Wir haben eine Kopfverletzung. Und was hat Alistair? Ja, der hat wieder einen gespaltenen Schädel. Steuerung. Elfenwurzel. So. Kriegt man nicht mal irgendwelches Buch? Ich bin ans Mikro gekommen. Du hast die Leiche der Mutter des Jungen gefunden und ihr Andenken an dich genommen. Oh, tja. So, was machen wir denn hier mal Schönes? Ein bisschen Stärke, ein bisschen Klugheit vielleicht. Tut ihm auch mal ganz gut. Damit er nicht rumheulen muss, dass Morrigan ihn als dumm bezeichnet. Er braucht Geschicklichkeit. Aber irgendwann braucht er, glaube ich, auch mal Klugheit. Ich weiß es nicht mehr. Na gut, dann tun wir ihm Geschicklichkeit. Mann, wo war denn das? Na gut, egal. Dann eben das. So, hier hatte ich nur dieses... Ah, okay, gut, konnte ich nicht. Ach ja, stimmt, das war dieses blinkende Plus oben in der Ecke, das die ganze letzte... oder die ganzen letzten Folgen schon da war. Ja, weil ich auf den nächsten Stufenaufstieg warten muss. Naja, wenn du 2 Punkte fürs nächste brauchst... Anschlagtafel des Kantors. Ah, da haben wir noch was. Was denn? Wir hatten doch hier schon alles. Ja. Nein. Nee. Hä? Oh, Knochen. Oh, andere Seite. Ja, Karten lesen ist nicht so meine Stärke. Oh, Feinde. Du willst gar nicht wissen. Ah. Oh. Hä? Der Bär steht für Faulheit, nicht für Zorn. Oder ist das bei einem Schwarzbären anders? Was ich gerade sagen wollte... Das war ein Dämon, der hatte einfach nur die Gestalt des Bären angenommen. Das hat nichts mit den normalen Bären zu tun. Du redest ja, nein, ich meine das Symbolische. Also symbolisch steht, glaube ich, der Bär für Faulheit. Und so. Ich weiß gar nicht, was für Zorn steht. Der Drache oder so? Ach so. Ich dachte, du warst jetzt bei dem, bei der Trägheit im Turm. Der Magie. Ja, ich weiß, dass das... Also ja, das ist... Das... Ja. Was machen wir denn mal? Nein! Warte. Ja gut, ich muss jetzt gleich dazu sagen, normalerweise ist das hier alles nicht freigeschalten, weil das muss erst noch geschehen im Laufe des Spiels. Ich hab's jetzt schon alles freigeschalten, deswegen kann ich mich jetzt gleich spezialisieren und normalerweise nehme ich immer den Waldläufer, weil du da nämlich noch Tiere dazu holen kannst. Ja, du kannst deine Attribute verbessern. Ja, stimmt. Auf jeden Fall Waldläufer. Und am Anfang kannst deswegen. Du nur Assassine auswählen, oder was? Nee, am Anfang kannst du noch gar nichts. Du musst die, wie gesagt, alle freischalten. Ach so. Den Waldläufer kriegst du gleich, glaube ich, durchs Buch. Den Waldläufer durchs Buch. Den Assassinen durch einen Gefährten, genauso wie den Barde. Das ist übrigens Liliana, das werdet ihr noch später erfahren. Und Saffron ist eben der Assassine, der kommt dann noch dazu. Und Duellant? Weiß ich gar nicht, wo man den freischalten kann. Auf jeden Fall nehme ich den Waldläufer. Wie gesagt, da kannst du dir Wolf, Bär und eine Spinne. Und die kriegen dann jeweils nochmal so Updates, sag ich nochmal. Also die werden dann im Laufe nochmal ein bisschen stärker irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ist schon alles eine Weile her. Ja.
Wieso? Was machen wir denn mal Schönes? Ich weiß nicht, irgendwie meine ich mich zu erinnern, wenn du das als Magier, wenn du das als Magier gespielt hast, musstest du ja auch noch diese komische Prüfung machen. Und das ging übelst lang. Deswegen habe ich es bisher auch immer nur ins Dorf reingeschafft und dann war ja irgendwie mein Spielstand gelöscht, glaube ich. Ja, irgendwie so war das. Und da hast du hier so als Schurke. Das dauert gar nicht so lange, bis du dort bist. Beziehungsweise, ja, es dauert lang, aber irgendwie kommt es mir nicht so lang vor wie beim Magier. Ja, doch, es ist schon, die Vorgeschichten der Charakter in Dragon's Origins sind schon alle relativ ähnlich. Ach Mann, jetzt habe ich wieder eins übrig. Nervig. Egal. Tja. Das will ich erstmal wegmachen. Deal with it. So, jetzt können wir zurück zur Anschlagtafel des Kantors. Und dann müssten wir theoretisch eigentlich sogar hier durch sein. In Nothering. Müssen wir dem kleinen Kind nicht noch sein Andenken geben? Ich glaube... falsche Taste. Ich glaube nicht. Nee, du musst zur Anschlagtafel des Kantors. Okay. Ach, bring das Andenken zurück zur Kirche in Lothering. Ja, weil ich ihr dem Kind ja gesagt habe, dass es zur Kirche gehen soll, deswegen Kirche. Ah. Es wäre, wenn du gesagt hättest, verpiss dich. Dann hätte ich wahrscheinlich die Quest nicht gehabt. Oder ich hätte sie doch gehabt, aber ja, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich egal. Gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit. Und die Sterne standen still, die Winde beruhigten sich und alle Tiere der Erde und des Himmels hielten den Atem an. Alles verstummte im Gebet und in Dankbarkeit. Jetzt wissen wir, worauf er hinaus wollte. Haben wir natürlich hier noch was? Nein. Dann müssten wir jetzt tatsächlich durch sein. Hast du dem jetzt das Andenken gegeben? Ja. Genau, alles von Lord of the Rings durch. Yay! Gut, dann gehen wir jetzt nochmal zu Barney. Ich habe vergessen, wie er hieß. Dem alten Kauz, den wir giftig gemacht haben. Ah. Handler. Ich habe noch immer keine Lebensmittel. Ja, ist ja gut. Er hat immer noch eine hässliche Stimme. Was haben wir neben hier noch so schöne, schwache Natursalbe? Die benutze ich sowieso nicht. Das benutze ich auch nicht. Weg, weg, weg. Da brauchen wir eine für Stan. Dunkle Brut, die hat ein bisschen. Ja, ich lasse sie, glaube ich, erstmal. Und für Liliana brauchen wir auch. Naja, das mache ich dann später lieber. Oh. Die Geschenke muss ich dann mal noch übergeben. Okay. Hier noch irgendwas Interessantes. Hier ist kostenlos. Ah. Der Verkaufspreis. Ich musste es, glaube ich, kaufen. Die wollen wohl kein Bier. Nö, anscheinend haben sie so viel davon. Nö, irgendwas Interessantes hat er nicht noch. Dann lassen wir das mal. Was ist mit der Verletzungsausrüstung? Willst ja, du die nicht? Ja, wir haben später noch mehr Händler. Na gut. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Was sollen wir machen? Was können wir tun? Genau, halt den Kopf. Ich weiß nicht, wollen wir dann diese ganzen Gespräche und die Geschenke und alles mit reinmachen oder wollen wir da extra Folgen machen, weil das dauert ja bestimmt schon ein Stück, bis du da alles durch hast. Ja, aber ich denke mal, das könnte man auch in der Überschrift schreiben. Heute ein bisschen mehr Gespräche oder irgendwie sowas und dann... Naja, die Folge geht eh nur noch 5 Minuten. Ja. Fort mit euch, verdorbene Kreaturen! Oh. Lasst uns den Frieden! So. Oh. Das wollte ich nicht. Das wollte ich.
Sie ist gleich tot. Ja. Ich weiß nicht, dieser Kleine sieht irgendwie aus wie so ein Zwerg. Also ein hässlicher, dunkler Brutzwerg. Der Genlock. Ja. Ja, die kommen, die sind wahrscheinlich auch mal Zwerge gewesen. Naja, die sind ja irgendwie verdorbene Menschen bzw. andere Wesen oder was auch immer, was es da gibt. Ja. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich stehe tief in eurer Schuld. Wow, hat der kleine Augen. Gern geschehen. Wie tief genau? Glaubt mir, ich habe nicht versucht, euch zu retten. Wir sind mal nett. Mein Name ist Bodan Fedig, Händler und Unternehmer. Das hier ist mein Sohn Sandal. Sag Hallo, mein Junge. Hallo. In diesen Tagen ist es auf den Straßen ziemlich gefährlich. Dürfte ich fragen, was euch hierher führt? Vielleicht haben wir dasselbe Ziel. Nein. Ich bezweifle, dass ihr mit einem grauen Wächter reisen wollt. Es könnte kompliziert werden, aber ihr könnt euch mir gerne anschließen. Glaubt mir, wir haben nicht dasselbe Ziel. Ich fürchte, ich bin im Auftrag des Königs unterwegs. Mhm, des Totenkönigs. Ja. Ich bezweifle, dass ihr mit einem grauen Wächter reisen wollt. Ein grauer Wächter also? Nun, das erklärt einiges. Versteht mich nicht falsch, aber... Ich vermute, euer Weg bietet mehr Aufregung, als mein Junge und ich verkraften können. Erlaubt mir, euch Lebewohl zu sagen und viel Glück zu wünschen. Auf Wiedersehen. Also gut. Dann wollen wir diesen Schlamassel mal beseitigen, was? Ach ja. Wollen wir das? Naja. Wir können euch helfen. Wir nehmen einfach das ganze Zeug mit. Ja. So macht man sowas. Ach, das ist der Wolf, den du dann gerufen hast als Waldläufer oder was? Genau. Ach, süß. Oh. Ah. Der guckt nur so böse. Ja. Aber er will den Minder. Der Wolf ist tot. Und da schrien die Geißlein, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot. Ich wollte gerade sagen, ja, ein Märchen ist das immer die gute Nachricht. Nee, der war rot. Böse Träume, was? Alles wirkt so real. Ich muss irgendwas Schlechtes gegessen haben. Geht mir nicht auf die Nerven, ich bin in Ordnung. Ja, keine Ahnung, irgendwelche Vorschläge, ist egal. Ich will nicht schlecht, also ich will nicht unfreundlich zu ihm sein, also nicht drei. Ja, das sowieso nicht. Wohl eher getrunken. Verdorbenes Blut etwa, wisst ihr noch? Wisst ihr, ein grauer Wächter kann die dunkle Brut nämlich hören. Das war euer Traum. Ihr habt sie gehört. Der Erzdämon spricht mit der Horde. Und das spüren wir auch. Daher wissen wir, dass es sich wirklich um eine Verderbnis handelt. Der Erzdämon? Ist das der Drache? Warum hat Duncan das nicht einfach jedem erzählt? Ja, weil die dann auch das Blut trinken würden. Kommen diese Träume jetzt häufiger? Erzdämon ist ein Drache? Ich weiß nicht, ob er wirklich ein Drache ist. Zumindest sieht er so aus. Aber ja, das ist der Erzdämon. Es dauert eine Weile, aber irgendwann könnt ihr sie verdrängen. Einige der älteren Grauen Wächter meinten, sie würden zum Teil sogar verstehen, was der Erzdämon sagt. Ich kann das nicht. Du bist ja auch. Als ich hörte, nicht, wie ihr euch herumwälzt, wollte ich euch darüber informieren. Für mich war es anfangs auch furchterregend. Ich habe keine Angst. Noch andere Überraschungen, über die ich Bescheid wissen sollte? Ihr hättet es mir früher sagen können. Danke, Alistair. Ich weiß es zu schätzen. Noch andere Überraschungen? Außer, dass ihr jung sterben werdet und die Verderbnis alleine besiegen müsst? Nein, sonst gibt's keine Überraschungen. Gut. Wo ihr schon mal wach seid. Wollen wir da nicht gleich aufbrechen? The fuck signed we there up for? What
Egal, vergiss es. Ich hab's verhauen. Egal. Gut. Dann hauen wir hier erstmal einen Cut rein und ich denke, nächste Folge wird dann eine dieser genannten Folgen, wo wir erstmal ein bisschen palabern werden und Geschenke und ein bisschen Ausrüstung machen werden. Also wahrscheinlich nichts sehr Spannendes. Deswegen. Das wird dann im Titel stehen. Denke ich schon, ne? Bis dahin. Bye bye. Bye bye.